Norwegen ist fertig, Uhu ist fertig. Sollte ich mich jetzt als Alien hinwagen? Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt das mit dem Alien gemacht habe. Ich erinnere mich nur, dass mal die Göre war. Ich war der Alte, ich war das Arschloch, also der Hund. Ich denke, ich feiere mal Weihnachten alleine. Ja, die Höhle ist schon aufgewacht. So. Mal gucken, ob ich mich noch an alles erinnern kann. Erstmal Sonnenstimmung verbreiten und dann das Alien-Artefakt nehmen. Dann meinen Punktestand massiv auffüllen. Solange mich der Köter nicht daran hindert. Okay, der hätte es beinahe geschafft. Aha, der Alte merkt nichts. Oh, ein paar Schritte weiter und er hat mich zusammengefaltet, ey. Haha, gut, dass er sich bewegt hat und nichts gemerkt hat. Sowas sehe ich gerne, aber die Anfänge sind ja immer leicht, aber nach der Zeit könnte es sich zu einem Desaster entpuppen. Norwegen war ja teils ein Beispiel. Und ich bin immer noch ziemlich angeschlagen davon. Wenn das nicht mein Freund der Blindschießer ist. Irgendwann ist aufs Alien-Artefakt. Irgendwer ist aufs Alien-Artefakt gelatscht. Okay, das ist der Alte. Oh, ich habe Angst, dass er das scharf abschießt. Hey, schieß in dieser Richtung. Gut. Ich denke, ich müsste hier alles haben und sogar noch ein extra Herzen. Schön. Ach ja, das dünne Eis. Da, wo ich die Gegner am leichtesten loswerden kann. Inklusive den Hund. Adios. Allerdings zieht es auch Nachteile mit sich. Oh, der Arsch ist rübergelatscht. Der hätte vielleicht ein Feld früher stehen bleiben sollen. Hier gab's nichts. Okay, ich gehe das Risiko ein und lass mich vom Jäger mal treffen, falls er trifft. Ja, 1A, leider. Stattdessen wird er aber auch ersaufen. Hast du also davon.
So. Oh, der alte ist ersoffen. Cool. So, ich gehe jetzt mal hier rein. Weil mich hier eine Menge Pinguine warten. Wenn ich will, der abschauen. Cool, das hätte sogar Herzen hervorgerufen. Stimmt, ich muss mich daran erinnern, wo könnten, in welchem Level könnten Nixen sein? Ich weiß auf jeden Fall da, wo die Schafe ziemlich schnell sterben, wenn sie auf brüchiges Eis sich bewegen, dass dort welche sind. Das habe ich noch im Kopf. Muss aber das trotzdem verhindern. Hier ist auch keins. Lol, der Köter ist ersoffen. Einfach mal, was weiß ich, irgendwie rumgetanzt hat. Die Göra läuft einfach mitten dazu. Schön. Hinter dem Warning Fin-Eis war übrigens eine Hupe. Das ist schlimm. Ja, bleib ruhig stehen. Weg bist du, alter Mann. Wenn ich mich recht entsinne, gab es hier irgendwo was. Steckt es genau hier drüben. Und ich nehme mal die Rakete mit, das ist doch klar. Und ich hab sie verfehlt, das ist nicht gar nicht gut. Dann habe ich keine extra Punkte zu holen. Okay. Shit. Warte. Ne, hier ist nichts, also kann ich weitergehen. Mal gucken, ob hier schon die Probleme anfangen. Du bist ein Arschlochköter. Aha. Oh, cool. Das Alien-Artefakt ist da aufgetaucht, wo ich den Hund gelotst habe. Ich möchte auf jeden Fall nicht verprügelt werden. Ich glaube, er kann mich von hier aus erreichen, deswegen lasse ich es. Hauptsache, er ist weg. Weitere Rose braucht. Oh, doch. Gerade jetzt, wo diese gespawnt ist und auch leider wieder verschwunden ist. Naja. Wo ist der Alte? Da drüben.
Klopf dich mal zurück. Vielleicht willst du auch eine Runde saufen. Ich weiß nicht, wie deine Trefferrate ist, aber für meinen Geschmack triffst du ein bisschen zu oft. Ja, ich bin lebensmüde. Und er hat mich auch noch leider erwischt. Er hat mich wahrscheinlich noch am Bein gepackt und dann übelst verprügelt. Mit seinem Krückstock. Ich habe hier leider keinen Rasen mehr, mit dem ich dich plattfahren kann für diese Qual. Was hat überhaupt ein Herd in einem Iglu verloren? Ist hier eher die Frage. Oh. Ich denke, alles ist habe ich hier jetzt. Und selbst wenn nicht, egal. Oh nein, das ist das Level. Was eine Combo. Das Schaf ist einfach auf die Hupe gelatscht. Das hat die Schafe verschreckt. Dann haben sie einfach mal so diese Kacke ausgelöst. Womit das Eis bricht. Und dann ist der Hund auch noch mit baden gegangen. Wie cool ist das denn? Sowas müsste echt öfter passieren. Und nicht solche Missgeschicke. Ah, der Alte ist jetzt wieder mal am Saufen. Ich hätte ihn lieber tot gesehen. Aber hey, ich habe keine Verluste hier. Ich denke, hier aber auch nur eine einzige Münze. Sei denn, man versteckt hinter dem Timer fies was. Aber ich denke nicht. Ach ja, die Scheiße, ich erinnere mich. Da, wo ich mich extremst durchquälen musste. Weil die Fässer einfach so scheiße spawnen. Okay. Na toll. Den Köter beeindruckt das nicht. Oh, diese Fässer. Irgendwer ist auf ein Artefakt draufgelatscht. Es müsste der Opa sein. Nein, es ist der Köter. Wahrscheinlich ist sie in der Nanosekunde gekommen, als ich abgehauen wollte. Oh ja, jetzt kommt die Tortur. Die Tortur mit den Fä Fässern. Das hat ein schnelles Ende genommen. Ich hoffe, ich habe die Chance noch einmal. Ohne dass mir der Opa hier die ganzen Schafe wegrasiert. Nein. Das ist so fies. Das ist so fies, so kacke und unnötig. Okay, Versuch Nummer 3. Okay, da sind schon die Fässer aufgetaucht. Darauf! Gut.
Ah, Lecco mio, da war ein Jägero. Wow. Heilige Scheiße, hatte ich Glück gehabt. Ja, okay, lass ich mich halt verprügeln. Hauptsache, ich bin durchgekommen. Irgendwie. Ich musste mich ja extremst durchquälen. Und das zweite ist ja sogar noch schwieriger, weil da müsste ich es zweimal machen. Da mache ich einen Fehler. Sind alle beide wieder da am Anfang. Ich muss nur aufpassen. Ich hoffe, der Jäger ist gerade ganz woanders. Ja. Und der Opa war stattdessen in der Nähe. Okay. Ah, cool. Das ist echt Kacke. Das finde ich nicht lustig. Auf 3 Leben reduziert. Und gleich wahrscheinlich auf 2, wenn der Hund ganz woanders ist. Wie ist er denn da hingekommen? Ach, halt's Maul, Opa. Die Schafe gehören alle mir. Und du kannst hier nichts dagegen tun. Erstmal gibt man mir eine sinnlose Rote und dann eine Rakete. Ich nehme lieber die Rakete, weil die Rose sowieso gleich abläuft. Ich hoffe, ich störe die nicht bei irgendetwas. Lass mich entführen und ein paar Punkte kann ich auch gut gebrauchen. Vor allem, je schneller ich den Punktestand auffülle, desto mehr extra Leben habe ich, um die dann wieder loszuwerden. Gut, die Töle ist einfach mal rübergelatscht. Da warte ich erstmal eine Runde. Ein schönes Bild. So, letztes Level. Mit der Weihnachtsmelodie, mit der Weihnachtsmelodie. Ich nehme die Pinguine mit dem Lalalala. Wow, was ist da passiert? Gut. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen und weg bist du ja auch. Immer lande ich da, wo ich nicht will.
Weil es ist interessant, dass die Weihnachtsgeschenke sowohl als auch ein Geschenk ist. So, das ist vollkommen unauffällig. Wie komme ich jetzt erstmal zu der Göre? Das ist die Frage. Ich glaube, ich lasse mich gleich erschießen, wenn ich Pech habe. Ich habe aber eher Glück. Das ist nass den Jäger erwischt. Ah, da komme ich zu der Göre. Ich muss einfach ein paar Kilometer weiterlaufen. Frohe Weihnachten, Aliens. Hier kommt der liebliche Wasserverklopper. Beziehungsweise Weihnachtsverklopper. Wasserverklopper? Habe ich den Scheiß wirklich erwähnt? Ich bin mal wieder so durch den Wind. Oh, da ist das Arschloch. Hat halt einfach mal auf mich gewartet. Tut mir leid, für diejenigen, die mich verprügeln, gibt es keine Geschenke. Ich nehme aber gerne welche entgegen. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Gute Reise! Oder auch nicht. Das Vieh sehen wir ja zum Glück nie wieder. In dem Part zumindest. Im nächsten ist er gleich wieder und terrorisiert mein Leben. Oh, ich hab Frieden. Schnell fliege, bevor sie zur Gewitterstimmung ist. Das müsste wahrscheinlich die letzte Coin sein. Wenn nicht, dann ist es mir auch Banane. Somit ist das hier auch durch. Wow, tatsächlich mal 100% auf allen. Ja, ich glaube, ich habe über die Hälfte meiner Leben hergegeben, aber für so einen Punktestand lohnt sich doch. Passt. Deswegen wird auch gleich im nächsten Part der X-Men 2 kommen. Ich freue mich schon drauf.